aufzubedünken, es geht irgendwo Feld 1. Wir sind voll im Erntestress. Anführungszeichen, wir haben keinen. Strohberge magern nicht. Aber das macht nichts. Stehen lassen, gehen wir so einen Kalker rüber. Der Kalker ist hier, Dünger, Düngerstreuer ist hier. Der ist noch nicht fertig, der ist zur Hälfte etwa. Aber hier ist der Kalker. Unser Kalkstreuer. Deckel zu und stoppen wir total. Auf geht's zum gleich umändern. Passender Drehpunkt passt. Das fängt ja von vorne an. Muss ja nicht sein. Gras ist drinne, kann wachsen. Hier ein Problem. In Anführungszeichen, weil der mit dem Flug würde stören. Aber das kriegen wir in den Griff. Da werden wir ein bisschen aufpassen. Der Dingel ist ja voll. 50%. Mal die betrophieren. Aber der Flügel arbeitet mit 10 km/h oder 11. Da werden wir gleich eingreifen und ihn reparieren. Traktor ist nicht. Das ist auch klug. Gewicht haben auch ein Problem. Verbeult haben. Ein bisschen Glück ist er mit dem Kalken bald fertig und dann stört der Junge nicht mehr. Durst. Hey, Drescher ist voll. Thank you.
weil die gerade keiner beibehalten kann. Ja. Nicht erklärlich. So. Überwachungssache. Also hier haben wir zur rechten Zeit aufgehört. Also mit dem fertig geworden. Ja. So, geht weiter. Geschäft. Dünger ist gleich fertig. Kalk auch. Wie gesagt, hier mache ich jetzt kein Gras mehr rein. Das ist bei der Funktion pressen, warten und hier Ball pressen zu machen. Vor allen Dingen, wenn es beide zusammenarbeiten, ist es dazu unfreundlich. Mit Crossplay. Halbe Stunde noch. Flügen dauert halt. Normal. Die bis zur Wenderadius. Ganz gut geworden. So, der ist auch fertig und fährt selbstständig zurück zum Ausgangspunkt. Das passt. Freistellen und jetzt fahren wir ganz schnell. Hier haben wir ausgegeben, da sind die Felder ungefähr gleich. Düngermäßig war nicht gleich. Jetzt geht es den Kurs löschen. Weil Ernte nicht. Düngen 1. Aber er ist auffüllen. So viel Zeit. Wir haben mit Terraforming arbeiten. Haben wir nicht geschafft. So. Deckel auf. Und Dünger rein. Ja, gut. Ja, nicht so genau. So, sieht besser aus. Los voll. Gut, Feld 1. Dann ist der Kalkteuer fertig. Hier können wir noch für den Zaun bauen. Da Stopp. Wo beginnt? Mitte irgendwo. Hier mächtig, also die Textur ist ganz komisch. Den ersten Wegpunkt. Da denkst du, jetzt ist hier irgendwo verschwommen. Schon wieder voll. So.
er ist fertig. Aber erst noch mal können wir gleich hier vorne. Ist er hier vorne gleich? Praktisch. Aber die Aussage können wir erst beginnen, wenn wir. Flügen fertig sind. So. Vorne. Typisch. So. Strom und Zeit. Der Wahnsinn, was hier weggeht. Das ist eine Runde. Drei Ladung. War auch nicht schlecht. Gibt wieder Kleingeld in die Kasse. Das ist aber nicht verkehrt. Das ist ja Prinzip. Da wo es nicht günstig wäre, angehalten ist, angehalten hat. Nächste Aktion. Na, der Flüger braucht noch eine Weile. Düngen ist bald fertig. Dauert aber noch, ein bisschen. Dann fahren wir mal den Cutter zurück. Denn wir müssen nachher Feld 13, Feld 1. Da muss ja alles gekalkt werden. Wieso Nummer 25 kann gemäht werden? Gepresst. Dann passt schon so. Naja. Man arbeitet sich so vorwärts, ne? Der sieht aus. Oder Kalk. Ich muss 13 muss Kalk sein und 1 auch, weil ich weiß. Mohn, kein Stroh. So, bleibst du. 1, 2 Ecken noch. Fertig. Auch fertig. Wachstum.
bisschen. 13. 13 und 15 kommen zur gleichen Zeit. Und 1 auch. Das ist aber schon Stufe 3. Wie gesagt. Braucht kein Kalk. Bin jetzt doof. Eins braucht Kalk und zwei. Okay. 13 nicht. Ah, da muss geflügt werden. 13 muss geflügt werden. Das war's gewesen. Aber es noch nicht reicht. Dafür ist Dinkelbier voll. Peter? Herr Peter, wo bist du? Vorne. So Junge, Gas geben. So liebe Freunde und Nachbarschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like. Ganz gerne über ein Abo. Ich sage schon mal Danke. Ansonsten wäre schön, wenn man sich wieder sieht. Seid mal schön und winke winke. Bis dann, ciao.